Jo Leute, willkommen zu einem neuen Parcours-Tutorial für Anfänger und Fortgeschrittene. Heute geht es ums Thema Balance, also das Gleichgewicht zu halten. Das ist extrem wichtig beim Parcours. Nicht nur bei Stangenprezis oder Balancieren, sondern allgemein bei allen Moves, die ihr macht, müsst ihr ein gutes Körpergefühl, ein gutes Gleichgewichtsgefühl haben. Deswegen zeige ich euch heute ein paar Übungen, die ihr einfach an so einem Geländer hier machen könnt. Oder zum Anfang auch auf einer dünnen Mauer oder auf einem flacheren Geländer. Los geht's! Die erste große Herausforderung ist natürlich erstmal auf das Geländer raufzukommen, ohne gleich wieder runterzufallen. Deswegen sucht euch so eine Stütze vom Geländer, drückt da mit einem Bein gegen, den anderen Fuß setzt ihr auf das Geländer, schön unten gegendrücken, sodass ihr das Gleichgewicht dadurch halten könnt, stabilisiert euch auch mit einer Hand noch zusätzlich, dreht den Fuß ein, sodass ihr gerade auf der Stange oder auf dem Geländer seid und nehmt die Hand weg, streckt beide Arme zur Seite raus, sodass ihr das Gleichgewicht halten könnt, drückt immer noch mit dem Bein unten gegen den Pfeiler und probiert langsam euch aufzurichten und den zweiten Fuß auch auf die Stange zu setzen und so erstmal stehen bleiben. Wenn das funktioniert, habt ihr die größte Hürde schon mal überwunden und könnt jetzt anfangen mit den Übungen, die ich euch jetzt erklären werde. Ganz wichtig erstmal als Grundregeln fürs Balancieren, werdet nicht hektisch, bleibt ruhig, bleibt ganz entspannt, probiert ruhig und regelmäßig zu atmen, nicht hektisch werden und keine ruckartigen Bewegungen zu machen. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr kippelt ein bisschen, probiert nicht ruckartig dagegen zu lenken, sondern probiert euch zu entspannen, ein bisschen locker zu lassen und habt immer das Gefühl, dass ihr so ein bisschen locker in den Knien seid und euer Schwerpunkt genau über der Stange ist. Also jetzt nicht, wenn ihr ein bisschen nach rechts kippt, mit aller Kraft nach links irgendwie rüber reißen, dann fallt ihr auf jeden Fall runter. Und damit ihr das Ganze sicher trainieren könnt, fangt nicht zu hoch an auf jeden Fall mit der Stange und geht lieber früher runter von der Stange und macht es kontrolliert. Das ist auch ganz wichtig, das zu trainieren, falls ihr später mal irgendwo an der Kante machen wollt, dass ihr, wenn ihr runtergeht, immer kontrolliert absteigt von der Stange und am besten eine Hand immer an der Stange dann habt. Das heißt, falls ihr das irgendwo an einem Abgrund irgendwann mal machen wollt, dass ihr gleich trainiert, dass ihr immer eine Hand an der Stange habt, wenn ihr runtergeht. Okay, genug zur Theorie. Jetzt kommen wir zur praktischen Übung, also die zweite Übung für heute. Ihr macht das Aufstehen, so wie gerade in der ersten Übung, und dann probiert ihr direkt einfach auf einem Bein stehen zu bleiben, auf der Stelle, ohne zu wackeln. Die Arme schön ausstrecken zur Seite mit dem anderen Bein, was nicht auf der Stange ist, könnt ihr auch ein bisschen ausgleichen und probiert einfach so lange wie möglich kontrolliert auf einem Bein stehen zu bleiben. Wenn ihr auf beiden Seiten sicher stehen könnt auf der Stange, könnt ihr jetzt langsam anfangen zu laufen. Das ist im Prinzip das Gleiche. Ihr fangt an auf einem Fuß, steht auf der Stange, fangt dann an euer Gewicht, also den Oberkörper nach vorne zu lehnen, setzt den anderen Fuß locker auf die Stange, noch ohne Gewicht und probiert immer mehr Gewicht auf den Fuß zu bringen, bis ihr nur noch auf dem vorderen Fuß das Gewicht habt, also das komplette Körpergewicht auf dem Fuß ist. Dann könnt ihr den hinteren Fuß hochnehmen und fangt wieder von vorne an. Lehnt euren Körper weiter nach vorne und den anderen Fuß auf die Stange, legt da das Gewicht drauf und immer so weiter. Probiert das schön langsam und kontrolliert zu machen am Anfang. Später könnt ihr dann schneller laufen. Wenn das funktioniert, dann könnt ihr jetzt das gleiche rückwärts machen. Ist an sich nichts anderes, nur dass ihr es ein bisschen blind machen müsst und euch komplett auf euer Gefühl verlassen müsst. Also macht das wirklich langsam am Anfang, lehnt euch ein bisschen nach hinten, setzt den Fuß auf der Stange ab, spürt wirklich die Stange mit eurem Fuß, setzt ihn langsam ab und legt dann erst das Gewicht auf den Fuß, also so, dass ihr kontrolliert dasteht. Ganz wichtig beim Laufen auf der Stange allgemein, dass ihr die Füße wirklich gerade auf die Stange setzt und nicht irgendwie schräg zur Stange, dann fangt ihr leichter an zu kippeln. Also Fuß mal schön gerade drauf, sodass die Stange in der Mitte vom Fuß ist. Und ja, kontrolliert das Gewicht absetzen und immer so weiter.
Und so könnt ihr dann immer vor- und zurücklaufen, ein bisschen auf der Stange ein Gefühl dafür bekommen. So, bisher war es ja alles noch relativ einfach. Jetzt wird es nun mal schwerer. Bisher waren wir immer mit dem kompletten Fuß parallel zur Stange drauf, sodass man richtig kontrolliert draufstehen konnte. Jetzt drehen wir den Fuß ein, sodass ihr nur noch mit dem Fußballen auf der Stange seid und wie bei einer Prezi-Landung zum Beispiel auf der Stange steht und so euer Gleichgewicht haltet. Das ist auf jeden Fall deutlich schwerer, werdet ihr gleich merken. Geht ein bisschen mehr noch in die Knie, um euer Gleichgewicht besser halten zu können, so wie ihr auch landen würdet bei einem Prezi dann, das Gewicht ausgleichen. Hände nach vorne und so lange wie möglich kontrolliert stehen bleiben. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr kontrolliert auf der Stange stehen könnt, so macht einfach mal ein paar Bewegungen. Also geht einmal runter in die Knie ein bisschen und dann wieder hoch. Probiert kurz aufrecht zu stehen auf der Stange und dann wieder runter zu gehen. Einfach um ein bisschen zu simulieren, dass ihr gerade landet aus dem Prezi. Und das wird euch auf jeden Fall sehr dabei helfen, wenn ihr später Stangenprezis machen wollt. Wenn bis dahin alle Übungen gut funktioniert haben und ihr sowohl quer zur Stange als auch parallel zur Stange ein gutes Gleichgewicht habt, könnt ihr jetzt eine Drehung auf der Stange machen. So Leute, das war's für heute mit meinen Tipps zum Balancetraining. Ich hoffe, euch hat's gefallen und vor allem weitergeholfen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt. Und ich weiß, es gibt natürlich noch viel mehr Übungen, die man dazu machen kann, aber die reichen auf jeden Fall für den Anfang, um erstmal ein gutes Gefühl für die Stangen zu bekommen und fürs Gleichgewicht auf den Stangen. Das wird euch auf jeden Fall enorm weiterhelfen, wenn ihr Stangenprezis und so weiter trainieren werdet. Ihr könnt das auch immer einfach dann machen, wenn ihr zu kaputt seid für richtig hartes Parcours-Training. Ich bin auch selber jemand, der das nicht so oft macht, weil ich lieber Flips und so weiter trainiere. Aber manchmal, wenn man richtig Muskelkater oder so hat, ist es einfach entspannt. Es entspannt den ganzen Körper, weil ihr auch dabei üben müsst, nicht so verkrampft zu sein, locker zu lassen. Deswegen so ein bisschen meditatives Training. Probiert es einfach mal aus, macht mega Spaß und hilft euch auf jeden Fall enorm weiter beim Parcours. Also viel Spaß beim Training. Abonniert meinen Kanal, nicht vergessen. Aktiviert auch noch die Glocke. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.